Ja, hallo liebe Zuschauer zum JFD Live Trading TV, der zweiten Sendung des heutigen Tages, 13. Mai. Wir haben 11.15 Uhr und wollen jetzt auf den DAX schauen. Auf den beliebtesten Anlage oder das beliebteste Anlagevehikel. Und hier beginnen wir wieder mit dem Stundenchart. Der DAX ja gut in den Tag gestartet, beflügelt euch positive Konjunkturdaten des Morgens schon. Es ging ja schon um 8 Uhr los. Und wir sehen hier diese Aufwärtstendenz, diese schleichende. Letztlich hat der Widerstand hier rum oder rund um 11.500 Punkte nicht gereicht, dem Index hier ein Stück weit die Luft rauszunehmen. Wir haben jetzt hier vielmehr dieses graue Szenario aktiviert, wenngleich jetzt hier aktuell schon wieder die Luft ein Stück weit dünner wird. Tatsache ist, wir haben beim DAX aufgrund dessen, dass wir uns jetzt hier mehr oder weniger über 11.500 Punkte etabliert haben, hier durchaus kurzfristig Reaktionspotenzial, weiteres Reaktionspotenzial bis in den Bereich von knapp 11.650 Punkte. Dort scheint mir dann aber, wie gesagt, die Luft durchaus raus zu sein. Moment, ich mache den Fall mal ein Stück genauer. Also, das wäre das präferierte Szenario. Im Ausdehnungsfall, wenn wir die Trendlinie heute nochmal intraday attackieren, kommt es dann darauf an, was hier im Bereich 11.700 Punkte passiert. Das ist ein Horizontalwiderstandsbereich, den der DAX erstmal überwinden muss und den ich hier als durchaus signifikant ansehe. Man muss abwarten, was passiert, wenn der DAX wirklich dieses Level erreichen sollte. Ich sehe es eigentlich heute nicht kommen. Ich sehe eher vielmehr, dass der DAX sich hier zwischen 11.550 und 11.600 30 Punkte erschöpfen wird, um dann wieder neue Tiefs auszubilden, beziehungsweise zumindest in Richtung der gestrigen Tiefs abzudrehen. Dass das jetzt hier eine große Wundertüte nach oben wird, glaube ich derzeit nicht. Wäre aber oberhalb von 11.700 Punkten definitiv der Fall, dass der Markt dann sicherlich weitere Kraft schöpfen dürfte und hier einen Erholungsmodus fortsetzt, der dann auch noch wesentlich höher führen könnte. Aber dazu muss, wie gesagt, erstmal der Sprung über 11.7 gelingen und solange das nicht passiert, bleiben hier die Bären weiter im Vorteil. Das Level 11.538 als Pivotpunkt sicherlich auch zu beachten. Schauen wir mal auf direkt den Trading-Chart sozusagen vom oder zum DAX. Hier auch die 24-Stunden-Indikation von JFD. Wir sehen hier interessanterweise, dass der DAX hier vom Spielraum her 126 Pips, wo bemerkt mit der Indikationsdaten oder mit den Indikationsdaten zurückgelegt hat. Bislang, der Durchschnitt bewegt sich hier im Bereich um 250, also es dürfte eigentlich nochmal das Doppelte gehen, also die Candlestick-Kerze, die wir heute hier sehen, das ist die aktuelle Tageskerze. Wie gesagt, von den Hochs sind wir ja schon wieder ein Stück weit zurückgekommen. Aktuell 45 Punkte vom Hoch weg. Aber hier vom Tief, zumindest von dem Indikationstief, sind es auch mal schon ganze 80 Punkte. Also insofern ein Stück weit in der Mitte, aber Tendenz noch positiv. Rein technisch hat der DAX hier Potenzial bis in den Bereich 11.717 Punkte im Maximum anzusteigen, wenn er eben hier seine Range ausschöpft. Das würde dann natürlich bedeuten, dass hier das Level von 11.700 Punkten attackiert wird und gegebenenfalls überwunden. Aber es ist davon auch auszugehen, dass spätestens da dann aufgrund der ausgereizten Range Gewinnmitnahmen Einzug halten dürften. Grundsätzlich, wie gesagt, ist der DAX jetzt hier so ein Stück weit gefangen, nach unten hin vom Potenzial Vortagestief, Vormonatstief und hier der Range, das maximale Range-Tief 11.544 wäre im Prinzip das Maximum nach unten. Wenn der Markt, der DAX, also hier eine weitere Schwäche erfahren sollte, dann wäre man hier sicherlich gut beraten, dieses Niveau, diese Zone hier im Bereich 11.327, 11.375 Punkte als Ziellevel anzusehen. Und das muss man definitiv im Kalkül haben für den Fall, dass der DAX eben zurückkommt. Und ich präferiere durchaus eben eine solche Entwicklung. Vielmehr sollten wir es vielleicht oder besser nicht vielleicht besser noch so darstellen, dass wir hier auch schon die Hochs gesehen haben könnten und der Markt jetzt hier erstmal aufgrund des starken Optimismus zum Handelsstart direkt nach unten durchdreht oder abdreht. Und hier, das wäre dann praktisch sozusagen Plan B, der auch überschießen kann, wie gesagt. Aber es ist hier, ich mache es mal direkt in die Mitte, meines Erachtens nicht anzunehmen, dass wir hier deutlich rausdrehen. Aber wenn der Markt natürlich Signale liefert und das wäre oberhalb von 11.700 Punkten der Fall, dann muss man sich natürlich hier anpassen und darf sich nicht gegen das dann wohlmöglich startende Momentum nach oben stellen. Denn sollte dies gelingen, wie gesagt, dann hat der DAX sehr gute Chancen weiter anzuziehen. Aber das muss eben erstmal durchgeführt werden. Ansonsten hier, Tagesschart, ganz kurzer Blick. Trendlinie intakt, unterhalb der gebrochenen
Aufwärtstrendlinie. Heute sozusagen inmitten der Range des Vortages, aktuell noch ein Inside Day, also wir sind innerhalb der Vortageskerze gefangen. Insofern uninteressant, hier muss definitiv erstmal Dynamik kommen und wie gesagt, so ein Lauf in Richtung gestriger Tiefs wäre hier meines Erachtens zu präferieren. Gut, wir schalten uns definitiv am Nachmittag nochmal ein. Dann werden wir auch nochmal ein Update zum DAX fahren und sozusagen die aktuelle Situation nochmal bewerten, ob es das tatsächlich schon war in Sachen Hochs. Wie gesagt, ich präferiere hier auch vom aktuellen Niveau ausgehend durchaus schon wieder Rücksetzer. Ob es wirklich zu einem Spike nach oben kommt, muss man sehen. Wir haben hier noch einige Daten dann zu erwarten am Nachmittag. Konjunkturmeldungen sind prall gefüllt. Ich halte sie auf dem Stream, wann wir online gehen werden und was dann das Thema sein wird. Ich sage danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, seien Sie später dabei wieder. Und insofern noch eine angenehme Mahlzeit, wenn es denn alsbald ansteht. Und bis später, Ihr Christian Kämmerer.